Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihnen ziemlich ausführlich im Vorspann dieses Antrages im Grunde genommen berichtet, was im Sozialraumgestaltungsausschuss infolge einer Anhörung sich abgespielt hat und das Ergebnis davon. Die Anhörung von Vertretern der BASFI wie auch von der Gesundheitsbehörde haben beide zum Ausdruck gemacht, dass sie die Einrichtung eines Trinkraumes am Hauptbahnhof ablehnen. Und die Begründung ist unter anderem, dass es eine derartig vielfältige Art von Menschen gibt am Bahnhof, die aus den unterschiedlichsten Gründen Alkohol zu sich nehmen, dass die in einen Trinkraum, da müssen wir schon eine ganze Galerie von den Packern bis zu Allmöchen einzelne Räume anbieten, um das Problem über diese Maßnahme in den Griff zu kriegen. Das Zweite ist, dass selbst die Stadtmission, die Bahnhofsmission allesamt gesagt haben, Ähnliches gesagt haben, dass sie lieber mehr Personal haben an Streetworkern, an Sozialarbeitern. Die Bahnhofsmission dringend größere Räume braucht, um all die Hilfesuchenden und diejenigen, die wirklich einen Rat suchen, haben, wirklich beraten zu können und für die da zu sein. Aber das Kieler Modell... Herr Dr. Busselow. Nee. Ach so. Ja. Das geht nicht, dass ich hier rede und Sie haben Frau Nehmlöfers, rechts setzen Sie Ihre Rede fort. Ich kann mir das nur so erklären, dass natürlich mir schon im Vorfeld signalisiert wurde von der SPD, dass sie den Antrag auf jeden Fall ablehnen, deswegen die mangelnde Aufmerksamkeit. Das finde ich ziemlich respektlos. Jedenfalls, denn das ist, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, doch ein ziemliches Anliegen von mir und von vielen Menschen, die in der Nähe vom Hauptbahnhof wohnen und ihn regelmäßig frequentieren, dass da eine Lösung, die anvisiert wird, die auch von Nutzen ist und nicht einfach nur einen guten Eindruck macht und man im Endeffekt weder einen Raum hat, noch einen Träger, der bereit ist, diesen Raum oder in irgendeiner Weise zu betreuen, noch die Unterstützung der Behörden, der Bürgerschaft. Also ich frage mich wirklich, mit welchem Grund die SPD eisern dran festhält, da einen Trinkraum zu initiieren. Das Zweite ist, das steht dann unter dem Punkt 2, dass ich natürlich den Herrn Grote bitte, diese etwas haltlose Situation am Hauptbahnhof wieder in Angriff zu nehmen. Das steht jetzt hier nicht explizit, aber mein Ziel ist tatsächlich, diesen runden Tisch wieder neu zu beleben, weil es hat dann auch im Sozialraumgestaltungsausschuss eine ganze Menge Vorschläge gegeben aus dem Publikum, aber auch von Kirchenseite, und die habe ich hier zusammengefasst. Und eine ganz zentrale Forderung ist, kostenlose Toiletten da zu initiieren. Bei einer der vielen, sagen wir, Dinge, die da stören, das ist das freie Urinieren. Und da, wir wissen alle, dass man, wenn man keine 50 Cent hat und keinen 1 Euro, kann man da nicht auf Toilette gehen. Also das ist ein ganz großes Problem. Das Zweite sind die Taxis. Und das Dritte ist, dass es keinen Raum gibt, in dem man sich trotz Wind und Wetter aufhalten kann. Ich weiß, dass... Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nee, ich bin dann, sonst komme ich aus dem Tank. Ich muss mich heute sowieso konzentrieren. Ich habe gestern eine sehr nahegehende Aktuelle Stunde in der Bürgerschaft aushalten müssen und das hängt mir bis heute nach. Das in den Klammern. Also, diese vielen Möglichkeiten, auch des Neugestaltens des Bahnhofsvorplatzes an beiden Seiten des Hauptbahnhofs, bitte ich dringend in Angriff zu nehmen und die vielen
Hotels, die das sind, das Schauspielhaus, das Unsorgtheater. Ich kann mir denken, dass die allesamt ein großes Interesse haben, dass diese Situation, wie sie jetzt ist, nicht mehr beibehalten wird und neue Konzepte entwickelt werden, damit wir endlich einen Hauptbahnhof haben, auf dem sich Menschen auch gut bewegen können, ohne nicht vertrieben zu werden oder sich auch frei entfalten können, ohne andere zu stören. Räume haben, wo man in Barmen sitzen kann und sich nicht irgendwo in der Erde hinsetzen muss, etc. Warteräume, wie wir das früher alle kannten, auch wenn man keine erste Klasse Fahrkarte hat. Also ich bitte dringendst, diese Vorschläge wohlwollend aufzunehmen. Es ist nicht als Kritik, sondern als wohlwollend aufzunehmen, damit wir alle zusammen uns zusammensetzen und uns diesem Thema neu widmen. Vielen Dank, Herr Dr. Osterhoff, dann Herr Rand. Frau Tappenfoss, Sie haben ja sehr ausführlich den Antrag begründet. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich nicht der Antrag ist, wo die Überschrift so richtig ist, sondern dass Sie einen sehr umfassenden Antrag haben, wo Sie eigentlich sehr viel anderes wollen. Das ist eigentlich fast eine Doppelbefassung, weil ich glaube, diese Beschlusslage haben wir eigentlich schon mal auf alle Initiative der SPD und FDP zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes und anderes. Das gibt es ja eigentlich schon. Das würde mich auch mal interessieren, wie der Stand sozusagen des Verfahrens ist, was die vertrauensvolle Verwaltung da bis jetzt gemacht hat eigentlich in der Hinsicht. Das können wir vielleicht versuchen, mal in irgendeinem anderen Ausschuss berichtet zu bekommen. Sonst müssten wir eine Anfrage dazu mal machen, wie der Stand eigentlich ist. Ich glaube, vor einem Jahr hat die SPD das beantragt, im September letzten Jahres. Ich habe keine, wie gesagt, weiteren Informationen, dass es weitergegangen ist. Was uns wichtig ist, ich glaube, die Einrichtung eines Trinkerraums steht nicht gerade kurz bevor, sondern es wurde im Sozialausschuss sehr kritisch auch diskutiert und sehr viele Hinweise. Wir finden immer noch, dass es einen Platz geben sollte, es muss gar kein Raum sein, wo man sozusagen Alkohol verzehren kann und vielleicht Straßensozialarbeiter und anderes ein gewisses Klientel besser erreichen kann und weitere Hilfen anbieten kann. Das ist uns ganz wichtig. Da muss man weiter drüber nachdenken, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und das ist halt ein Punkt, wo wir immer sagen, das wollen wir uns offen halten. Wir gehen nicht davon aus, dass es hier kurzfristig schon eingerichtet wird. Alle anderen Punkte halten wir sozusagen eher nicht für jetzt in diesem Antrag zu verwursten. Und wir würden aus Gründen dieses Trinkerraumablehnung den Antrag auch ablehnen wollen. Wie gesagt, bitten aber die Verwaltung, zeitnah uns zu berichten, wie die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Neuordnung vonstatten geht, welche Schritte gemacht wurden, zu welchem Zeitpunkt und wann wir mit Ergebnissen rechnen können. Vielen Dank. Herr Hans. Ja, Herr Vorsitzender, ich möchte mich mal bei Ihnen entschuldigen, dass ich Sie da eben unterbrochen habe. Das war nicht Ihre Schuld, sondern ich war einfach neugierig, wie viele Beiträge mich jetzt noch vor dem meinigen erwarten. Das sieht man da hinten so schlecht. Deswegen habe ich ihn einfach gefasst. Tut mir leid. Ich kann aber weiter nach vorne sitzen. Nee. Ja, die haben ja hier. Ich würde dir jemals zuhören. Was denn? Nee. Ja, egal. Also, ich bin ganz überrascht. Also, Herr Dr. Ostermann, Sie haben da eben einiges Wichtiges zu gesagt. Hier werden auch ganz viele Dinge, die auch gar nicht so unsinnig sind, dass man da mal nachfragt, wie denn da der aktuelle Stand ist. Und da gibt es ja Notwendigkeiten. Herr Dr. Rosenburg hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir als SPD-Fraktion uns ja dafür eingesetzt haben. Sie haben da irgendwie unsere Antragslage beschrieben und sicherlich gibt es da dann auch entsprechende Ausschussarbeit, wo man dann nachvollziehen kann, wie weit wir da sind oder wie weit die Verwaltung da gekommen ist. Was mich hier ein bisschen enttäuscht ist, ich weiß nicht, bei mir hat er sich nicht entschuldigt, muss er auch nicht, aber Bernhard Schiess-Leibniz, wie der in ihrer Fraktion zu diesem Thema steht. Es gibt eines, was man der Fraktion der Linken eindeutig zugutehalten kann, denn die Fraktion der Linken ist zusammen mit der Fraktion der SPD die Fraktion, die durchgängig und kontinuierlich im Stadtteilbeirat St. Georg arbeitet. Die Grünen sind dort auch sehr aktiv und präsent. Die CDU nun gar nicht, die Piraten sieht man auch nur, wenn es ganz laut wird. Also, Sie kennen die Diskussion im Stadtteilbeirat und Sie schlagen sich dort auch regelmäßig auf eine Seite. Und nun verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie den dort politisch so bemühten Genossinnen und Genossen, dann spreche ich jetzt von den Ihren, dort derartig, den Ihren, nicht den meinigen, wir vertreten uns dort regelmäßig selbst,
Aber den ihrigen Genossen da derartig in den Rücken fallen. So viel mal so zur politischen Bewertung. Ich bin da irritiert. Aber das ist das Thema Tunnelglocken dieser Wall, war es ja auch. Da sagen sie im Verkehrsausschuss das eine und hier was anderes. Das, wenn Sie jetzt irgendwie einen Trinkraum oder unter welchem Stichwort auch immer Sie das diskutieren wollen, in irgendwelchen Tunneln einrichten wollen, zur freien, kreativen Gestaltung, halte ich nicht für sinnvoll. Um dann wieder ein bisschen die Ernsthaftigkeit hineinzubringen, halte ich auch für menschenverachtend. In der Sache scheinen Sie gar nicht so weit weg zu sein von dem, was der Stadtteil fordert und was wir als SPD unterstützen und begleiten. Denn wir brauchen da eine Aufenthaltsstätte. Warum Sie, ob Sie das nun Wartesaal nennen, gibt einige, die das unter dem Stichwort und Arbeitstitel Wartesaal zweiter Klasse diskutieren. Weiß ich nicht, ob das das Richtige ist. Trinkraum ist auch irgendwie vielleicht eine problematische oder Trinkerhalle oder das sind ja unter Umständen auch problematische, was dann spätere Akzeptanz angeht, problematische Arbeitstitel. Aber es sind jetzt erstmal Arbeitstitel. Und wenn Sie von einem Warteraum sprechen, ist das doch in Ordnung. Warum Sie sich dagegen wehren, dass es dort auch Ausstiegsangebote geben soll, eine entsprechende soziale Begleitung und auch Angebote, die nicht aufdringlich sind, sondern die eine Möglichkeit schaffen. Das verstehe ich nicht. Und Ihre unkritische Haltung den sogenannten Experten gegenüber, die da eine eigene Geschichte am Hauptbahnhof betreiben, das bei Ihrem sonstigen so soziologischen Verständnis geht mir das vollständig ab, wie Sie dazu kommen können, sagen, das sind die Experten. Ich glaube, das ist hier alles gar nicht möglich. Ne? Wenn ich bei mir im Stadtteil die Kitas frage, warum wir nicht noch eine aufmachen, dann sagen die auch, nein, das muss nicht sein. Ja, genau. Also, das ist mir irgendwie nicht deutlich geworden. Und wie gesagt, da war ich neugierig, wie viel Beiträge dieser Art ich noch zu erwarten hatte und deswegen habe ich Herrn Seemann kurz gefragt. Es sind jetzt auch vier. Wir haben vier weitere Wortmeldungen. Herr Gerhold, Frau Detambe-Voss, Herr Harms und dann Frau Kutschinski. Das ist Schluss. Also wir haben sicherlich nichts gegen Drogenkonsumräume, auch für andere Drogen nicht. Ob es um Alkohol geht oder um andere Drogen, wenn es den Konsumenten hilft, unter hygienischen Bedingungen ihre Drogen zu nehmen, dann sollte man ihnen dabei durchaus helfen. Keine Frage. Der Trinkerraum ist aber etwas völlig anderes. Erstens mal, die Experten, und da geht es ja nicht darum, also auch, dass eine Kita behauptet, wenn sie überlaufen ist und gar keine Kinder mehr aufnehmen kann, dass es keine weitere Kita bräuchte, halte ich natürlich für Quatsch. Genauso ist es hier, die Träger, die am Hauptbahnhof schon aktiv sind, die könnten natürlich auch den Trinkerraum betreiben, wenn sie ihn denn für sinnvoll hielten, halten sie aber nicht. Und zwar aus guten Gründen. Erstens mal, wie dargestellt, ist diese Szene, um die es hier geht, sehr vielfältig, sodass ein Platz, an dem man sie zusammenführen will, einfach so keinen Sinn macht. Das Zweite ist, es wurde bisher noch kein einziges vernünftiges Konzept vorgelegt. Das Konzept, das es einmal gab, ein Trinkerraum von 35 Quadratmetern, inklusive Sozialberatung, inklusive Getränkelagerung, inklusive Aufenthalt. Wie soll das funktionieren? Geöffnet von 9 bis 15 Uhr. Alkohol darf man mitbringen, nur kein Schnaps. Wie soll das denn alles funktionieren? Es ist doch bisher noch überhaupt kein vernünftiges Konzept vorgelegt worden. Und wenn Sie ehrlich sind, dann geht es darum, den Bahnhof sauber nach außen sauber zu präsentieren. Und es stören halt die Trinker, die sich dort aufhalten. Wir haben übrigens durch die Privatisierung bzw. Überlassung von Sondernutzungsrechten für Flächen am Hauptbahnhof auch kein Stück gewonnen. Die Trinker stehen jetzt einfach 2 Meter weiter und die Situation ist wie gehabt. Es wird in der gleichen Ecke weiter uriniert und von daher... Daher ist es natürlich auch nicht zu erwarten, dass durch diesen Trinkerraum sich irgendwas verändert. Ja, im Übrigen gibt die Bahn, bitte am Ende,
Im Übrigen gibt die Bahn noch offensichtlich diese Sondernutzungsrechte an Dritte weiter. Es wurde ja auch immer so schön argumentiert, es geht um die Zugänge zu der Bahn, zu den Bahnhofsgebäuden, und die würden halt da versperrt durch Aufenthalt von Trinkern. Was sehe ich neulich? Steht da mitten im Zugang die neue sondergenutzte Fläche der TB, steht da plötzlich ein Obst- und Gemüsehändler dick und breit. Wie passt denn das zusammen? Nee, lassen Sie den Unsinn einfach endlich mal fallen. Kümmern wir uns tatsächlich um das, was notwendig ist. Wir brauchen dort Toiletten, die auch ohne einen Euro oder ohne 50 Cent benutzbar sind. Dann haben wir auch nicht mehr die Wildpinkelecken. Machen wir vernünftige Aufenthaltsräume, wo sich jeder aufhalten kann. Und im Übrigen, die Flächen, wo Alkohol getrunken werden darf, die gibt es bereits, und zwar überall. Das sind nämlich alle öffentlichen Flächen. Vielen Dank. Da war noch eine Zwischenfrage. Achso, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja, gerne. Aber Mann, bitteschön. Da Sie ja auch Antragsteller sind und vielleicht sich ein bisschen besser konzentrieren können, eine Verständnisfrage. In diesem kostenlosen Wartesaal, den Sie vorschlagen, darf dort getrunken werden? Da würde ich mal von ausgehen, solange nichts anderes da vorgesehen ist. Warum soll da eine Beschränkung bestehen? Wenn jemand auf seine Bahn wartet und währenddessen ein Bierchen trinkt, warum nicht? Wenn alle trinken dürfen, warum sitzen Sie eigentlich in der Trinkerhalle? In der Trinkerraum? Weil es der Trinkerraum, der Wartesaal. Weil der Trinkerraum explizit für Trinker da ist. Unsere berechtigte Befürchtung ist eben schon von Anfang an, dass es darum geht, die Trinker aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben und an den, in den Trinkerraum zu verweisen. Es wird auch niemand, der auf eine Bahn wartet und dabei vielleicht sogar ein Bierchen trinken möchte oder auch eine Cola oder was auch immer, der wird doch nicht in einen Trinkerraum gehen. Muss er das Fahrzeug? So viel Komik. So, jetzt haben wir noch weitere Wortmeldungen. Warteraum ist auch erste Klasse. Keine Dialoge, bitte. Frau Dittmann der Voss. Das, was auf den Gleisen gibt, das vorne. Ja, meine Damen und Herren, die erste Frage beantwortet, das war eine ziemlich ausgiebige Arbeit zusammen mit meinem Fraktionsvorsitzenden. Also Sie können sicher sein, dass hier die Fraktion zwar öfter mal unterschiedlicher Meinung ist, aber im Großen und Ganzen fest zusammenhält. Jedenfalls in dieser Frage und auf jeden Fall, ja, es gibt immer Fragen in der Politik, die wir hier in der Bezirksverwaltung da gar nicht erörtern. Also, deswegen das zu Ihrem interessierten Ding, was Sie mich aber aufmerksam gemacht haben, vielen Dank. Ich habe vergessen, den 4. Spiegelstrich, diesen 5. kreative Nutzung des U-Bahn-Zutrans, dass Sie den bitte streichen wollen, weil ich habe, als ich diesen entworfen habe, erst später geguckt, dass der schon längst zugemauert ist. Schade, 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 kann ich mir sagen, weil das wäre tatsächlich von der Idee her eigentlich sehr gut gewesen, zumal ja der diese Einrichtung unterm Rathausplatz geschlossen wird, also deswegen wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, einen anderen Tunnel zu nutzen. Letztendlich wundere ich mich über die Fragen. Selbst ich bin ja noch nicht so ganz uralt, dass ich nicht weiß, dass wir alle noch mal die Zeit kennen, wo es ganz normale Wartesaalräume gegeben hat und wo man gemütlich sitzen kann, Wurstbrot essen und Hut mitnehmen. Und dieser und jener hat eine Dose Bier oder früher Flaschenbier in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, dass man diese Einrichtung nicht wieder wahrnehmen kann. Und dasselbe ins Auge fassen kann, dasselbe geht um diese Toilettenhäuschen. Und wenn jemand fragt, wer besonders unterstützt,
hat diesen Antrag von außen, so waren es Vertreter der Kirche, der Kirchengemeinde St. Georg, die genau herzlich sich wünschen, dass der Hachmannplatz wieder ein Platz wird, in dem man sich gerne aufhält, ohne Leute da vorher zu vertreiben. Herr Harms, wollen Sie noch präzisieren? Ja, das muss ja sein. Spitzen, dass er wie ein Gantchen nach vorne kommt. Deshalb muss ich jeder versuchen. Doch dadurch, dass heute zwei Filme ist, mir das ja mit aufnehmen. Also, es geht Osterburg nicht um die Gestaltung des Hauptbahnhofes. Um das mal klar zu sagen. Das ist der Verweis, man kann mal über die Gestaltung reden. Zwar ganz nett, geht hier aber viel. Zweitens, richtig ist, dass im Rahmen der Gestaltung des Hauptbahnhofes, im Rahmen einer Anhörung, Ergebnisse auch zu einem Trinkerraum festgehalten wurden. Drittens, es gibt eine Beschlusslage zum Trinkerraum. Und mich wundert, dass Sie sagen, wir wollten nicht soziale Beratung. Also die Beschlusslage zum Trinkerraum ist ja bewusst nicht nach dem Kieler Modell gemacht worden. Das Kieler Modell hatte nämlich tatsächlich unter einem Haus auch Sozialeinrichtungen. Das wollten Sie aber damals nicht. Also insofern, uns jetzt was vorzuwerfen, was Sie seinerzeit nicht beschlossen haben wollten, ist ein bisschen unfair. Drittens, das Entscheidende, und da geht es nicht darum, dass wir nicht den Experten zuhören, sondern die schreiben wir sogar ab. Das steht sogar im Antrag drin. Das Problem ist, dass man natürlich dann erst aktiv werden kann, wenn man sich über die Bedarfe und Bedürfnisse untersucht hat. Und das würde bedeuten, dass man tatsächlich zunächst einmal eine Untersuchung angehen lässt, zu sagen, welche Bedarfe gibt es eigentlich und wie regulieren wir diese Bedarfe. Und letztendlich geht es dann darum, in Schlussfolgerung zunächst einmal Ihren damals fälschlichen Antrag, der sich aus heutiger Sicht meinetwegen fälschlich herausstellt, einfach mal zurückzunehmen und zu sagen, nein, wir verfolgen das Ziel eines Trinkraumes zurzeit nicht mehr und nehmen diesen Antrag zurück. Und dazu gehört allerdings Größe, und die Größe, die können Sie mal unter Beweis stellen, und insofern bitte ich um eine punktuelle Abstimmung. Herr Knode. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Herr Harms, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben, also das entspricht nicht meinen Erinnerungen, und ich denke mal, die Hälfte der hier Anwesenden, waren vor 3-4 Jahren, als der Bezirksamtsleiter mit dem Dezernenten und mit der ganzen Abordnung in Kiel war, als er darüber hier berichtet hat. Ich versuche jetzt mal kurz die Punkte aufzulisten, die damals hier verkündet wurden. Was bedeutet das Kieler Modell? Das ist in der Nähe ein Gebäude, nicht direkt am Hauptbahnhof, ungefähr 200 Meter oder 300 Meter weg. Und ja, ist aber, also ich will jetzt nur mal sagen, also hier stehen ja auch Dinge drin, ja, die sich widersprechen zu dem, was hier damals verkündet wurde. Und zwar, die Trinker durften nur Bier mitnehmen und keine Spiritosen. Spiritosen waren verboten, und es wurden auch keine Spiritosen dort im Hause von den Mitarbeitern und der Ehrenamtlichen, die das dort betreiben, ausgegeben. Nur Bier durfte mitgenommen werden. Und sonst gab es da Kaffee, Tee und Brause. Das ist das eine. Sozialberatung sollte in diesem Raum oder in Kiel auch nicht stattfinden. Es sollte delegiert werden, es konnten Sozialarbeiter hingehen und auch Leute abholen. Warum war die Akzeptanz oder ist die Akzeptanz in Kiel auch so groß? Weil die Menschen auch in diesem Haus mal zusammen ein Fußballspiel sehen können oder Formel 1 oder was auch immer. Sie können sich da gemeinsam versammeln. Das ist jetzt mal ganz kurz, das waren also die Fakten, die hier der Bezirksamtsleiter dargestellt hat. Und dieses Konzept halten wir nach wie vor auch für sinnvoll. Also hier auch die Forderung zum Schluss für noch mehr Sozialarbeit am Hauptbahnhof. Wir haben uns doch, Frau Detamke-Voss, wir haben uns doch groß und breit im Sozialausschuss damit befasst. Und wir haben da auch nachgefragt, wie viele Sozialarbeiter laufen eigentlich am Hauptbahnhof rum, von wie vielen Trägern. Also das war doch unglaublich.
also wie viel Personal da ist. Und jetzt fordern Sie auch noch mehr Personal. Das ist doch schon gar nicht mehr vertretbar. Also ich weiß nicht, also wir sind nach wie vor dafür, dass wir für dieses Klientel einen Raum brauchen, ob das jetzt ein Warteraum ist oder ein Trinkraum, das ist uns jetzt an diesem Punkt egal. Das hat der Kollege von der SPD ja auch gesagt. Und dann mit diesen Voraussetzungen, die ich hier eben genannt habe, das halten wir nach wie vor für sinnvoll. Wie schnell das umgesetzt wird, werden wir sehen. Aber dieser Antrag jetzt hier, der mit also auch auf Umbaumaßnahmen und was nicht alles hier, das kann man doch gar nicht hier gemeinsam abstimmen. Das geht nicht. Vielleicht Punkt für Punkt. Ja, geht nicht. Also ich wollte nur sagen, also wir lehnen diesen Antrag so ab. So. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir kommen dann zur Abstimmung über diesen Antrag. Wobei der fünfte Spiegelstrich durch den Antragsteller gestrichen worden ist. Wer für den Antrag ist, bitte um das Handzeichen. Das sind Linke und Piraten. Wer ist dagegen? Das sind CDU, SPD, Grüne und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zum nächsten Antrag, Grünfläche am Oststeinberger Weg als Ausgleichsfläche nutzen.